So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Ihr hört das, ich bin immer ein bisschen angeschlagen. Dementsprechend kamen jetzt gerade auch nicht jeden Tag die üblichen zwei Videos, zumindest für ein, zwei Tage. In diesem Sinne, ich habe eine brandheiße, schöne News fürs Wochenende. Wir wissen ja, wie über die ja, Katastrophe in Fukushima, die passiert ist. Es ist ein Atomkraftwerk hochgegangen und dann hat ja Merkel hier Zug um Zug quasi ganz schnell hingegangen und einfach gesagt, wir gehen raus aus der Atomenergie. Dass dafür keine adäquate Alternativenergielösung vorlag zu diesem Zeitpunkt und auch heute nicht, das sollte jedem mittlerweile bewusst und bekannt sein, denn unser Energieaufkommen in Deutschland, unser Energiebedarf ist einfach deutlich höher als noch schon vor 10 Jahren. Und auch heute nochmal schafft man es nicht, den Bedarf einfach richtig zu decken. Nein, was macht man? Man holt sich den Energiebedarf aus Nachbarländern, wie zum Beispiel aus Frankreich oder auch aus Belgien, wo auch Atomkraftwerke laufen. Ja, die Schmutzwolke, wenn denn was passieren sollte, was ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist, muss man dazu sagen, der macht dann an der Grenze Schluss. Nee, eher nicht. So, und in diesem Sinne, jetzt um diesem 10-jährigen Tag hier, quasi 10. Jahrestag, zu gedenken, haben die Grünen bei Twitter ein Posting gemacht. Und es zeugt wieder komplett von purer Ignoranz, Inkompetenz und Ahnungslosigkeit bei den Grünen, wenn man den Atomunfall in Verbindung bringt mit ja, dieser Tsunami-Welle, die es damals gegeben hat, mit dem Tsunami, sorry, nicht Welle, mit dem Tsunami, den es gegeben hat. Sie verbinden das Ganze nämlich. Zehntausende Tote. Grüne rudern nach falscher Behauptung über Fukushima zurück, betitelt nämlich hier die Welt. Zitat Ende. Und so heißt es hier: Die Grünen erinnern an Fukushima und schreiben die Opfer des Tsunamis dem Atomunfall zu. Einen Tweet mit dieser Behauptung löscht die Partei. Auch Parteichefin Baerbock äußert sich. Der Fehler passiert nicht zum ersten Mal. Nö, über die Jahre hinweg hat man ja immer wieder gemerkt, was hier eigentlich passiert. So hat Frau Baerbock, das ist die mit den Kobolden in den Akkus nebenbei gesagt, bei Twitter gepostet, Zitat, 10 Jahre Fukushima, Zeit innezuhalten und an die vielen Menschen zu denken, die durch das Unglück zu Schaden gekommen sind oder ihr Leben verloren haben. Es ist beruhigend, dass Deutschlands nächstes Jahr aus der Hochrisikotechnologie Atomkraft aussteigt. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie oft habt ihr in den letzten Monaten und Jahren, von mir aus auch 20 Jahren, mitbekommen, dass mal wieder ein Atomkraftwerk explodiert ist, dass da was passiert ist. Also ich kann mich bewusst in Deutschland an keinen solchen Fall erinnern. Und man muss das Ganze ja jetzt hier auch in Zahlen sehen. Hier geht es um circa 5 Personen, die aufgrund des Atomunfalls wirklich gestorben sind. Denn das waren einige Leute, die dann hier, heißt es, unmittelbar bei den Aufräumarbeiten im Atomkraftwerk kamen 5 Mitarbeiter ums Leben bei Arbeitsunfällen. Das hätte ja gegebenenfalls sogar passieren können ohne diesen Atomunfall. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, der Tweet der Grünen, wie gesagt, ist mittlerweile gelöscht. Der Tweet von Frau Baerbock steht noch online. Meiner Meinung nach, die Ausführungen, die Worte, die lassen halt so eine Zweideutigkeit hier eindeutig stehen. Und dann heißt es hier auch noch weiterhin, 2013 stellten Claudia Roth und Jürgen Trittin die Tsunami-Toten in Zusammenhang mit dem Atomunfall. Roths Team revidierte die Aussage später. Und jetzt kommt ein geiler Satz, haltet euch fest. Ihre Nachfolgerin, Annalena Baerbock, die sonst immer die Bedeutung von Fakten und Wissenschaft betont, hat noch nicht reagiert. Ihre Aussage ist weiterhin online. Also eine Frau Baerbock hier Wissenschaft und Fakten zu attestieren. Das ist wirklich weit gegriffen. Ich möchte erinnern an Kobolde, Strom, der in Leitungen gespeichert wird, etc. pp. Also bei den Grünen merkt man einfach, dass keine Kompetenz aus der Realität, aus dem normalen Leben vorhanden ist. Jeder kann sich mal irren, keine Frage. Ich sage ja auch vieles, was nicht stimmt, wo ich dann nachher denke, ach, das war nicht richtig, mache ich ein kurzes Verbesserungsvideo oder sonst was, dann ist das in Ordnung. Aus Fehlern lernt man, kein Problem. Aber bei den Grünen, ich habe halt immer das Gefühl, es ist ein bisschen Fünkchen Absicht dabei, um die Leute, die jetzt keine Ahnung davon zu haben, das Ganze so aufnehmen zu lassen, weil die Richtigmeldung, die bekommen wir sowieso nur ein geringerer Teil mit. Und wenn es keinen Aufschrei gibt, dann lässt man das Ganze auch so stehen und hat genau das, was man versuchen möchte zu bewirken, nämlich Abschaffung davon, geschafft. Oder guckt euch einen wie heißt der Kandidaten Habeck an? Robert Habeck von den Grünen hat genauso wenig Ahnung. Er glaubt wirklich, eine BaFin, also Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, glaubt da wirklich, die kontrolliert die Handwerkerrechnung.
Leute, nee. In den Kommentaren steht ja auch von Husa geschrieben, grüne Politik ist schädlich. Windräder, Sondermüll, landschaftszerstörend, waldvernichtend, bodesversandender, ach, und noch mehr. Und dann denke an Elektroautos, da gibt es eine Menge zu erzählen. Also es ist wirklich einfach so, es ist keine Fachkompetenz bei diesen Politikern zu finden, bei generell vielen Politikern nicht, aber bei den Grünen ist es wirklich ganz extrem. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten, schönes Wochenende schon mal. Danke und ciao.